Hallo meine Freunde, herzlich willkommen. Neue Runde mit Ark Survival Evolved und mit dabei die Xyra, Hallo. der Goro, Eine wunderschönen. meine Wenigkeit. Ja, das ist Ark. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bad. Und natürlich unser geliebter Wellcry. Hi, Well. Hi. Well. Welly, welly, well. Ich glaube, die haben mich eben schon verarscht. Ich habe meine Steinpfeile gesucht und hieß es. Oh, was hast du mal gesagt? Oder in welchem Ton? Oh, das sind die Steinpfeile. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Ja. Alles klar. So, ihr Lieben. Ja, es hat sich ein Arsch voll viel getan. Bei Go und Well, glaube ich, habt ihr schon gesehen, was sich so ein bisschen getan hat. Bei mir ja, leider nicht, weil ich das leider zeittechnisch überhaupt nicht geschafft habe. Dass sich bei dir irgendwas tut? So, das war dieses Let's Play. Wir müssen nochmal über die Gruppenorientierung reden. Wie schön man ihn aus der Resort bringen kann, ne? Ja. Oh ja. Nein, ihr seht, es hat sich wirklich ein Arsch voll getan. Es sind ein Arsch voll neue Dinos dazugekommen und Goro hat gebaut. Ich weiß nicht, ich bin auch der Meinung, der hat auch nichts anderes mehr zu tun derzeit. Ich doch. So, ja, was ist eigentlich mit der versprochenen Wasserquelle hier? Ich bin doch extra ausgezogen hier in so einer Nacht- und Nebel-Aktion aus deinem Übergangshaus. Richtig, das ist Goros Werk. Ja, insgeheim wollte ich die eigentlich nur aus meiner Hütte rauskriegen. Die Hütte ist doch auch weg. Ja, ich brauche das Material. Das ist ein Scherz jetzt, ne? Echt? Nein. Was mir gerade mal so einfällt, was vielleicht eine geile Idee wäre, ne? Sag mal, wollen wir hier nicht so, hier neben dem Lager könnte man ja eigentlich so ein Podest bauen mit Foundations, wo Rampen rundrum sind, quasi wo man noch so rauf geht und dann in der Mitte halt diesen Brunnen. Ganz unschön. Ja. Der Bereich ist für Garten-Landschaftsbau technische Sachen jetzt schon vorreserviert. Okay. Ah, okay. Aha. Wer bestimmt das? Bedingt dadurch, dass da meine Hütte stand, habe ich einfach mal gesagt, okay, setz doch mal ein paar Gartendinger so hin. Ich finde, wir sollten da einfach die mit dem höchsten Level abstimmen lassen. Goro, du bist nur, was bist du jetzt? 56, ne? 57? 56. Oh, das ist ja schade. Xyra, was meinst du denn? Was wollen wir bauen? Wie ihr wollt. Nein, also Welches ich Level muss. Warst du noch mal, Well? Ich stehe Das ist gemein. Ich bin nur Handlanger hier. Er ist Hilfsarbeiter. Mensch. Nicht. Ich habe erstmal hab ich ein Level up. Ha. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, wenn wir eine kleine Wasserversorgung machen und die den ganzen Landwirtschaftskram drumrum. Wäre das nicht sinnvoll? Ja, so war das jetzt eigentlich auch gedacht, weil für den Garten braucht man halt immer die ganze Wasserversorgung. Und deswegen würde es sich anbieten, Nähe der Wasserquelle auch gleich diese ganzen Beete dahin zu setzen. Da hat man da zumindest diese Problematik nicht mehr. Mhm. An die Wasserquelle kommt man ja sowieso immer noch ran. Die wird ja jetzt nicht zugebaut deswegen oder so, aber ja, einfach, ja, dass man von da aus dann gleich schon die Verlegung machen kann, dass das immer gewährleistet ist. Also für diejenigen, die sich hier wundern, dass ich hier gerade mein Haus halbwegs abreiße, ich erweitere. Aber ich glaube, das sieht man jetzt gerade auch schon. Und in dem Zug wird gleich auf Stein umgerüstet. Ich hoffe, ich baue das jetzt richtig rum. Was sollte richtig rum sein? Mal, wer baut denn eigentlich hinten noch hinter meinem Haus, also Richtung Hinterausgang, will ich es mal nennen? Das ist Jorgi. Jorgita. Ach, Jorgi. Okay. Hm? Insgeheim ist Xyra hier in geheimem Auftrag. Das ist nämlich Tine Wittler. Die hat sich nur Hallo? Ganz gut verstellt. Was denn? Tine Wittler? Was ist los, Tinchen? Ich glaube, du willst dir Feinde machen, mein Lieber. Ach, ich dachte, das habe ich schon. Nee, oh, so leicht mache ich dir das nicht. Vergiss oh, es. Oh, der Server hat aber gerade wieder Lex. Ich versuche gerade ein Schwein zu jagen und gleich wird mein Dino wieder ohnmächtig. Pass mal auf, Flo. Wieder? Wie oft hast du den denn schon ohnmächtig gekriegt? Zweimal im Stream. Was machst du mit deinen Dinos? Ausdauer. Ja, Ausdauer. Er lässt sie ohnmächtig werden, er tötet seine Paras. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, das ist nicht gut, dass der eine Schildkröte gekriegt hat. Ich habe das gestern im Stream schon angemerkt, dass ich da ein bisschen vorsichtig bin. Ich habe dich im Auge, Val. Mhm. Weißt du, was ich so schön finde? Oh, das Na? Bringt ja richtig Fleisch, so ein Schwein, was? Der hat dich im Auge, obwohl ich derjenige bin, der seit keine Ahnung wie vielen Tagen schon sagt, Hugo,
wird zur Suppe verarbeitet. Hugo wird nicht zur Suppe verarbeitet und das aber weiß ich ja auch. Ich hab extra schon Campfire hier. Das kann für alles sein. Welda, ist mir gerade wieder aufgefallen. Also ich habe in deinen Kommentaren schon gelesen, du sollst mal ein bisschen darauf achten, dass deine Dinos auch aufgelevelt werden wollen, ne? Ja. Nein, hier, mein Dino ist ab. Ach ja, was level ich jetzt? Ich habe jetzt 200 Health. Ich habe jetzt 8 Fortitude. Da habe ich jetzt die letzten Punkte reingesteckt. Was wäre denn sinnvoll für mich jetzt so? Angriff. Reicht ja. 8 Fortitude? Ja, aber Melee Damage. Meistens schießt du doch nachher auch mit Bogen, oder? Wie ja, wirkt sich das auch auf Bogen? Sämtlicher Schaden, den du verteilst, wirkt sich darauf aus. Ach so, also erstmal mit Holz. Generell Melee Damage, nicht so ne? Sicher. Ja, okay, dann macht das natürlich Sinn. Dann müssen wir da nicht lange drüber nachdenken. Okay. Aber ich würde auch nicht höher gehen als 190 bis 200. Ja, ich bin auch auf 200 und fahre damit eigentlich recht gut. Ja, ich jetzt habe ich 125 halt. Erst, das okay. Da ist also noch Spielraum Luft nach oben. Ja, aber richtig. Erstmal, vielleicht ändere ich das noch in Stein. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. So, ich will noch so ein Schwein haben. Das bringt ja richtig gut Fleisch, ne? Ja, das ist auch so ziemlich die beste Quelle. Gerade wenn du da mit Dinos unterwegs bist, wo du die Schweine dann auch kriegst. So. Ganz hier. Ist hier total abgegrast. Hier ist momentan, hier lebt überhaupt nichts mehr gerade. Ich bin doch nicht ganz so gut vorbereitet, wie ich dachte. Ein bisschen was brauche ich noch. Aha. Wer hätte denn das gedacht? Ja. Das schockiert mich jetzt irgendwie. Nein, tut es gar nicht. Lüg doch nicht. Okay. Okay, wenn du sagst. Ja, aber warum soll ich widersprechen? Richtig, er weiß, es hat keinen Sinn, weil ich habe sowieso recht. No. Das Krokodil! Er hat eigentlich den Loop aus den Toren rausgelassen. Keine Ahnung. Erinnere mich mal bitte daran, dass wir eine Kindersicherung einbauen. Ach shit. Boah, das ist ja gar nicht mal so langsam, das Krokodil, wenn es hinter dir herrennt, ne? Eine Foundation habe ich noch. Doch, eigentlich schon. Die sind eigentlich recht fix, also. Im Wasser ja, aber zu Fuß kannst du sie normal abhängen. Das ist überhaupt kein Problem. Wie konnte ich die denn jetzt da oben gegensetzen? Sag mal, wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich das getan? Hat das jetzt aufgegeben oder nicht? Ja, schwierig zu sagen. Bleib mal stehen und guck mal nach. Ja, mach ich auch gerade. Nee, ernsthaft. So, unsere nächste Planung auf jeden Fall ist, dass wir, was heißt wir? Die anderen sehr geehrten Herren hier und Damen möchten gerne, dass der komplette Zaun aus Stein gemacht wird. Mhm. Richtig. Wenn wir denn so die Tage mal in Angriff nehmen, beziehungsweise wohl hauptsächlich Goro. Mhm. Ach, das wird zu viel Arbeit, aber okay, wir machen das. Furchtbar, ne? Ja. Kaum kommt mal ein bisschen Arbeit auf, knickt da ein. Ich weiß nicht, wie ich die Foundations hier hochgekriegt habe. Wie habe ich denn das getan? Oh. Das musst du doch wissen. Du hast sie doch schließlich da hingebaut. Ja, eben. Schwein, du schwimmst mir jetzt aber nicht weg, du Schwein, ne? Oh, das Schwein schwimmt weg. Oh, ich fasse es nicht. Bin ich wieder Herz allerliebst? Ach so, na klar, das sind ja gar keine... Ja, ich bin doof. Daran liegt's. Ich habe den Fehler gefunden. Ja, ich gebe nochmal zu Protokoll, dass du gesagt hast, du hast immer recht. Also widerspreche ich dir auch nicht. Oh Mann. Ich finde es schön, dass du so gut lernst. Ja, ne? So, Ceiling. Bist du gerade mit dem T-Rex unterwegs oder ist das nicht deiner, Goro? Meiner steht hier schön an der Klippe. Okay. Also ich weiß nicht, welchen Rex du hast, aber wenn keiner drauf sitzt, würde ich flitzen. Doch, da saß jemand drauf. Okay. Ich verfolge gerade dieses Wasserschwein hier. Ah, Meerschweinchen. Oh. Was denn? Ernsthaft? Ach so, wir sollten vielleicht mal erwähnen. Gerade heute kam der Patch 149 raus, richtig? 94. Oder 94? Oh, jetzt sag bloß, dieses Schwein rennt zu dem Krokodil hin. Ich krieg die Krise, ey. Na, ja. Das nennt man dann Fast Food. Übrigens gibt es jetzt auch, haben wir die Alpha-T-Rex haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Nein. Nee, haben wir noch nicht. Möchtest du? Es gibt jetzt einen Alpha-T-Rex und jetzt mit dem Patch heute sind nochmal ein Alpha-Kano und ein Alpha-irgendwas anderes dazugekommen. Die sind besonders groß,
Die kann man momentan noch nicht zähmen, glaube ich. Es gibt eine Diskussion darüber, ob man die zähmen soll. Also die sind wohl so heftig, die fressen die komplett die ganze Insel leer. Deshalb sind jetzt mittlerweile viele nicht mehr dafür, dass man die zähmen kann. Also ich bin ja nach wie vor dafür, dass du deinen Zuschauern zeigst, wie das Vieh aussieht. Mach das mal. Wenn ich einen sehen würde, würde ich das auch, aber natürlich. Ja, komm, auf den Raptor und den Randa. Obwohl, ich bin eh der Meinung, wir sollten mal uns mal schlau machen, wie das ist, von wegen zum Beispiel mit der Brutmutter und so. Wie man die beschwören kann. Richtig, dafür brauchst du Artefakte. Ja. Dafür brauchst du die Artefakte aus den Obelisken und teilweise von Dinos, die du erlegen musst. Unter anderem vom Bronto brauchst du. Das kannst du aber auch sehen, wenn du an so einen Obelisken mal beigehst. Da ist oben so ein, ich sag jetzt mal so ein Altar drauf. Und der hat auch ein ganz normales Auswahlmenü, also hier spricht mit E-Taste. Und da steht dann auch Brutmutter beschwören. Und wenn du darauf klickst, siehst du auch, was du brauchst. Ah, okay. Na gut. Weil das wäre echt mal eine Sache, worauf ich Lust hätte. Wofür sind die Obelisken eigentlich? Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Ich wurde es im Stream gefragt und ich konnte es gar nicht beantworten. Die sind in erster Linie dafür da, um die Brutmutter zu beschwören. Was derzeit, glaube ich, der Endgegner ist, ne? Oder war? Ja. Ist auch eins der zwei Achievements. Ach, habe ich es doch geahnt. Wie viele Levels hat mein Raptor gemacht zum Henker? Da siehst du mal, wie gut du deine Tiere pflegst. Ich wollte es auch gerade sagen. Nein, der steht Level 11, steht da. Ja. Moment, oben. Jetzt, Level 16 Equipped Items. Woran kann ich denn sehen, wie viel ich noch verteilen kann, Punkte? Das ist schon ein XP-Balken. Da steht 4001 schräger 360. Nee. Ja, dann kannst du dir ausrechnen, dass er jetzt momentan 300... Ah, nee, 400, komm mal noch was. Jo, krass. Dann ist er jetzt Level 17 oder was? Nee. So lange bist also. Doch, Tatsache. Boah, da steigt aber schnell an vom Level her. Hast du alle Punkte vergeben? Ja. Nachschub? Jetzt ja, wieso? Nö, frag nur so. Weil wenn du die Punkte nicht vergibst, siehst du auch immer noch nicht das Endlevel. Achso, nee, hab ich alle vergeben. 17 ist er jetzt. Und mal gucken, ob ich das da noch rüber schaffe zu dieser weißen Lichtsäule. Das ist krass, wie schnell der Spino levelt, Alter. Ja, der levelt sehr schnell. Aber die können ja maximal 50 Level leveln, ne? Dann ist es ja vorbei, ne? Genau. Ach, die können nur bis Level 50? Nein, 50 plus von den Level, wo du ihn getamed hast. Deshalb, wenn du dann natürlich einen schon auf Level 48 getamed hast, hat er natürlich... Oh, Server weg? Nee, doch nicht. Dann hat er natürlich schon viel bessere Grundwerte. Das ist natürlich irgendwie auch nett, ne? Aber dementsprechend dauert das Tame aber auch länger. Ja, also was ich gehört habe, so ein Bronto Level 110 soll wohl so 10, 12 Stunden hier verschlingen. Boah. Oh shit! Was jetzt? Hornissen, die greifen meinen Raptor an und mich. Ich hoffe, die kriegen den nicht tot. Also sind ganz viele. Also ich glaube, ich habe hier gerade ein bisschen TS-Störung. Ich hoffe, ich fliege hier nicht raus. Nee, das war Valkyrie. Nee, Valkyrie war gerade ein bisschen zerrissen. Achso, okay. Ich habe hier mein ganzes Haus auseinandergerissen. Wir werden hier richtig übel attackiert, mein Raptor. Und ich hoffe, die Ameisen killen den nicht. Wo bist du denn? Moment. Right. Boah, schnell weg. Der wäre fast tot gewesen. Warte, ich komme zu dir. Beim Obelisken ungefähr. Bei dem Grün? Ja, da war eine weiße Lichtsäule. Und da waren dann, weiß nicht, 8 oder 10 Ameisen. Richtig übel. So, ich bin jetzt aber schon auf dem Weg zurück. Ach so, okay, also aber muss ich nicht mehr hin. Oh, ich bin so doof. Aber es geht ihm auch nicht sehr gut. Warte mal, ich fütter ihn mal ein bisschen mit Fleisch eben, ne? Zwangsfüttern müsst ihr noch nach oben bringen, ne? Oder? Irgendjemand von euch, der möchte, der darf mich gerade so vermöbeln. Aber so richtig. Ich komme. Moment, ja, mach das. Warte, ich komme. Wo bist du? In meinem Haus. Warum darf ich dich vermöbeln? Das möchte ich gar nicht sagen, das ist mir peinlich. Es reicht mir schon, dass das hier bei mir genug sehen. Anstatt die Steinwände einfach rüberzusetzen, habe ich die ganze Zeit abgerissen. Dabei weiß ich, wie es geht. Achso, du darfst mich vermöbeln. Du darfst nochmal. Darf ich nochmal?
Ja. Denkt dran. Erst die Bezahlung, dann das Vergnügen. Und die Bezahlung geht bitte sehr an mich. Bitte? Okay, jetzt bitte nicht mehr. Jetzt geht's mir schlecht. Ja, das habe ich gesehen, wie schlecht es dir geht. Boah, aber dass so ein paar Ameisen Raptor gleich mal eben fast killen. Also heute ist echt nicht mein Tag, Leute. Es tut mir echt leid für die, die jetzt zugeguckt haben. Für die, die noch nicht hier geguckt haben, tut es auch gar nicht erst. Es lohnt sich heute nicht. Nee, heute ist echt nicht mein Tag. Das ist ganz schrecklich heute. Ich glaube, ich sollte mir noch einen zweiten besorgen, oder? Allerdings, Valkyrie, bei den Ameisen ist auch echt das Perverse, von wegen A, siehst du sie echt beschissen und B, wenn du kein Dino hast, du irgendwie eine größere Reichweite hast, sind sie auch echt, gerade die Fliegenden, beschissen zu erwischen. Ja, das waren die Fliegenden. Ja, ja, der hat dann ja auch nur wild um sich geschlagen, der Raptor hier. Wir haben wieder Server-Lag, das Tor geht wieder nicht auf. Ja, ich merk's gerade. Meinst nicht zu. Jetzt. Boah, jetzt, boah. Ey, du hast mir... Du hast mir meinen Brustschutz kaputt gemacht. Wir müssen... Ja. Du Schwein. Jetzt muss ich hier halbnackt ins Lager laufen. Ja. Bleib schuld, du wolltest gehauen werden. Ja, aber ich wollte ja nicht, dass du meine Klamotten kaputt machst. Der hätte sich vorher nackig machen sollen, da kann ich ja nichts für. Boah, das ist heute aber echt schlimm, muss ich sagen. Wir müssen aber mal, das klingt jetzt gerade irgendwie so ein bisschen negativ, wir müssen ja dazu sagen, dass das daran liegt, dass der Hoster momentan gerade dabei ist, die Hardware umzustellen und dass es da wirklich zu Lags kommen kann. Also das ist kein Dauerzustand hier. Nein, das stimmt. Nee. Das ist, Moment, ich dachte, die hätten die schon umgestellt. Die sind teilweise noch dabei, die haben ja nicht alles auf einmal umgestellt. Ah. Und ich denke mal, durch die ewigen Updates wird es auch nicht einfacher. Nee, das kommt da ja auch nicht zu. Nee, das stimmt. So. Ja, nee, also sonst der Server ist schon gut irgendwo. Das ist, da wollte ich mich auch nicht drüber beklagen. Also irgendwo hat jetzt Valkyrie gesagt, das notieren wir jetzt mal, ne? Mhm. Wieso? Warum das jetzt mit irgendwo? Nix. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. War das so undefiniert? Nein, das irgendwo so. Ist der Server schon ganz gut. Das klang ein wenig abwertend aus meiner Sicht, aber okay. Kann doch nur sein, dass ich das so auffasse. Nee, irgendwo ist doch nicht abwertend. Ah, wieso? Ich hab deine Schuhe lasse ich mir auch nicht anziehen. Sag mal, meintest du so einen dunklen Rex hier, der hier rumgestolpert? Nee, der war schon so eher heller, weißlich so auch. Jetzt ist aber dunkel draußen, vielleicht ist er deshalb auch dunkel. Der sagt jetzt gar nichts. Nee, ich bin gerade mit Brüllen beschäftigt, warte. Mit Brüllen? Ja, gleich hören wir es. Nö. Achso, schade. Warte mal kurz. Servus. Ach, wieder einen auf dicke Hose machen tut er. Ja, Rex gegen Rex. Ich komme nicht mehr voran. Macht ihr duelliert euch wirklich, dann würde ich das gerne mit angucken. Aber ich glaube ja eher, dass das nur leere Versprechungen sind. So, Manni, du kommst jetzt mal mit zu mir, glaube ich, oder? Manni und du, ihr seid richtig dicke geworden, ne? Manni und ich sind aber richtig. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben ihn sehen. Wir haben viel zusammen gemacht. So, ich werde aber mal weiter. Wir sind gerade mitten in einer Aufnahme. Also nicht böse sein. Wir können gerne sonst später nochmal quatschen. Du sollst nicht quatschen, du sollst nicht duellieren. Da wird nicht quatschen. Ja. Natürlich. Die Nettigkeiten, Freundschaft. Kampf der Titanen hier. Direktaufnahme. Apropos Kampf der Titanen, hat schon mal jemand dieses neue von Ark ausprobiert? Dieser neue Modus? Nee, ich weiß auch gar nicht. Ich habe offen gestanden, weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt nur ein Special Event werden sollte, wo man sich für registrieren muss, oder kommt das auf jedem Server? Das Survival of the Fittest? Ja. Das wird ein eigener Spielmodus werden. Okay, und was genau passiert da? Das ist ein bisschen so wie Hunger Games, könnt ihr euch das vorstellen. Du hast eine Arena und dann einer überlebt halt am Ende. Ne? Okay. Genau. Eigentlich ganz interessant ist so. Starten die alle mit demselben Level dann oder? Ja, die starten. Das, also so wie ich das jetzt herausgelesen habe, startet jeder von Level 1 an. Mhm. Okay. Das ist klingt alles gut, finde ich. Und bekommt man denn auch Sachen, die man denn ins eigene Spiel, also irgendwie, sage ich mal, accountgebundene Sachen oder? Nee, der Survival of the Fittest Modus, das ist also quasi eine eigene Nein! Map. Nein! Ah. Das ist natürlich schade.
Was ist denn jetzt passiert? Ach, irgendwie dann eine Wooden Ramp falsch. Man kann es einfach nicht sehen. Du kannst sie nur von Money aussetzen und dann bist du da irgendwie 5 Kilometer von entfernt. Ich meine, du machst aber auch einen Tanzakt draus, ne? Auf Money für dein Dach. Ja, aber ich brauche ihn dafür. Und er macht das ja, auch sehr gut. Ist... Warum nimmst du nicht den Bronto? Da bin ich ja noch höher. Ich muss ja mit Money schon, wie gesagt, 100 Meter vom Haus entfernt stehen, damit ich dann die Rampe setzen kann. Umdrehen und hinten auf den Schwanz stellen. Punkt an Goro. Nee, nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass das hier in dem Fall großartig irgendwie was helfen würde. So, ihr Lieben. Wooden Ramp. Nichtsdestotrotz, wir sind am Ende dieser Folge. Ach schon. Okay. Ach, jetzt habe ich was ganz Wichtiges vergessen, was ich in dieser Folge machen wollte. Das fällt dir jetzt ein. Ja. Aber das mache ich dann am Anfang von der nächsten Folge. Eventuell könnte ich mich jetzt gleich mit einem Spino hier anlegen. Also wenn ihr wollt, dass das in der Aufnahme mit drin landet. Ja, dann jetzt zackig. Schluss machen und dann neu aufnehmen, oder? Oder wie machen wir das? Nein. Oder in dieser noch? Nein, tue ich nicht. Der ist Level 76. Ich werde einen Teufel tun. Ich bin weg hier. Doch, wir machen das in der nächsten Folge. Versprochen ist versprochen. Genau. Lasst uns einen Daumen hoch da, wenn ihr das sehen wollt. Genau. Schreibt was in die Kommentare. Genau. Und tschüss. Tschüss. Ja, und tschüss. Horridoo.